Hallo Leute und herzlich willkommen zum 18. Türchen meiner Christmas Zone. Heute gibt es den schönen Spielmodus Turf Wars auf dem Mindplex Server. Ja, ich bringe schon wieder einen Spielmodus auf dem Mindplex Server oder vom Mindplex Server oder ja, auf dem Mindplex Server so. Es liegt aber einfach daran, da ich momentan Mindplex einfach feiere, so in der Winterzeit jetzt auch. Ich weiß nicht, es macht mir einfach übel Spaß auf diesem Server zu spielen. Weil diese Server-Idee einfach insgesamt irgendwie so richtig cool ist. Und ich weiß nicht, ich spiele gerne auf dem Server. Momentan, wenn ihr es nicht cool findet, ihr müsst ja nicht zugucken. Aber wenn ihr es auch gerne seht, dann würde ich mich halt umso mehr freuen. So, ich würde gerne hier, gerne hier noch irgendwie meine Blöcke verbauen. Ich möchte diese Sachen noch loswerden. Schnell irgendwie hier. So, zack. So, da haben wir den falls ihr den Spielmodus nicht kennt, der Sinn des Spiels ist es, ich sag mal erstmal, wie das funktioniert. Hier hat man einmal die rote und einmal die blaue Seite. Ich als Bogenschütze kann jetzt nicht in die blaue Seite einfach hin. Das kann ich nur, wenn ich bestimmtes Kit habe. Ich glaube, das Nahkämpfer-Kit oder so. Und der Sinn ist es jetzt, die Gegner zu töten. Denn wenn ich jetzt einen Gegner töte, oder ich getötet werde, also wenn ich jetzt einen Gegner töte, dann geht unsere rote Farbe einen Schritt weiter. Also dann rücken wir ein Stückchen vor. Man sieht jetzt auch, eben war und diese Wand, die ich hier hinten gebaut habe, da war ein Block zwischen dem Ganzen frei. Und jetzt sind da schon 1, 2, 3, 4 mehr frei, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und so ist das halt aufgebaut. Man muss versuchen, die komplette Area einzunehmen. So, jetzt habe ich den zum Beispiel getroffen und jetzt seht ihr, das ganze Ding, das bewegt sich auch, denn wenn einer von uns getötet wird, dann geht die ganze Area natürlich wieder ein Stückchen zurück. Dann gibt es hier Combat Time, ist 31 Sekunden lang, danach kommt eine Building Time, also dann können wir ein bisschen bauen, wo wir dann dafür Zeit haben. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier ganz gut schaffen. Wäre ja ganz cool. So, wir sollten uns hier irgendwie gut hinstellen. Also ich habe jetzt halt das Bogenschützen-Kit. Ich habe noch nie mit diesem Nahkämpfer-Kit gespielt. Also hier ist gerade zum Beispiel ein Mate von mir bei den Gegnern. Aber man kann zum Beispiel auch hier einfach rüber. Och Mann, ich wollte es euch doch gerade zeigen. Mann, ich wusste, dass ich gerade dann sterbe, wo ich es euch nicht demonstrieren kann. Aber ich möchte es euch noch eben zeigen. Wir haben jetzt Build-Time. Aber ich als Bogenschütze kann eben nicht rüber. Sieht man? Ich kann nicht zum Enemy Turf gehen, das geht auch nicht. Ist jetzt nicht nur wegen der Build-Time, sondern das ist generell so. So, zack, 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 bilden wir hier irgendwie. Oh, scheiße. Nein. Ich möchte es euch einfach jetzt mal kurz zeigen. Zack. Hier, seht ihr jetzt... Oh, ich bin im gegnerischen... Hä? Das geht doch eigentlich gar nicht. Nee, seht ihr, ich kann da eigentlich gar nicht hin. So. Oh, Mann. Warum? Lol, wieso haben wir gerade so viel dazu bekommen? Hä? Ja gut, ich meine... gerne. You cannot build this high. Okay. Ach, man kann dann hier oben rauf gehen. Okay, zack, dann gönnen wir uns. Zack. Hä, ich komme hier nicht vorwärts. Hä, ich kann mich überhaupt nicht bewegen, so richtig. War es schon immer so beim Bogen? Nee, oder? So, zack, den haben wir auch. Na, den hätte ich auch gerne, den Jungen. Ja, den haben wir auch, nice. Den... Oh ja, den haben wir auch. Nice, wir hauen ja hier gerade. Aber trotzdem kommen wir irgendwie nicht voran. Oh, den haben wir auch. Nice. Wir kommen hier aber irgendwie nicht wirklich voran, habe ich das Gefühl. Da habe ich keinen getroffen. Schade. Haben wir den nicht getroffen? Lol. Hä? Ja, den haben wir. Nice. So, der. Den würde ich ja gerne... Den haben wir auch. Sehr nice. Na, dich, oh, 43 zu 21 für uns. Mal gucken, ob wir das gut schaffen. 2 Sekunden, okay, jetzt können wir erstmal wieder eine Runde bauen. Jetzt haben wir auch wieder insgesamt 32 Blöcke. Ich glaube, wenn man 7 noch übrig hat, geht es trotzdem auf 32 hoch. Man bekommt also nicht wirklich 32 dazu, glaube ich, deswegen. So, dann machen wir uns jetzt hier eben nochmal eine schöne Wall. Also, schön nicht, es geht einfach nur darum, dass es eine Wall ist. So. Dann haben wir da ein... Nein, nein. Lol. Habt ihr das gesehen? Der Typ ist einfach in den Flug... Lol. Ich habe gerade einfach den... Ich wollte den anderen töten. Ich schieße den Pfeil und er springt einfach in den Flug rein. Wie cool war das denn? Easy, Leute. Easy. Okay. Den würde ich gerne mir snacken.
Also wenn ich da jetzt sterben würde, wäre das echt ärgerlich. So, nur noch 9 haben die Gegner. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ob da jetzt 9 Blöcke weit ist gemeint oder irgendwie Punkte, keine Ahnung. Weil die gehen ja immer 3 vor. Ach, ist das immer, dass man 3 Blöcke weit vorgeht? Oder wenn das später im Spiel ist, dass das dann erst 3 werden? Oder am Anfang war es immer einer? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die gar keinen Nahkämpfer, fällt mir gerade auf. So, oh, wir haben gewonnen. Ja gut, Leute. Das war's von Turf Wars. Turf Wars ist eigentlich ein richtig cooler Spielmodus. Aber das ist auch so ein Zwischendurch-Spielmodus, finde ich, ist halt wie bei diesen ganzen Arcade-Games auf Mindplex. Ja, dann möchte dann bedanke ich mich, dass ihr fürs Zuschauen. Nee, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung freuen. Schreibt mir neue Spielmodi in die Kommentare. Es ist ja jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ihr könnt mir ruhig noch ein paar reinschreiben. Ihr könnt mir auch so schnelle Spielmodi in die Kommentare schreiben. Die nehme ich dann noch meistens eher, weil es einfach leichter ist, jeden Tag, wenn ich jeden Tag ein Video bringe, dann sowas aufzunehmen. Und ja, gut, Leute. Das war gerade das Marksman-Kit. Naja, egal, Leute. Dann sehen wir uns morgen wieder. Euch noch einen schönen 18. Dezember. Einen schönen dritten Advent. Schönen dritten Advent. Übermorgen ist ja schon der vierte Advent. Dann könnt ihr euer viertes Kerzchen dann machen. Nicht das fünfte, ne? Dann hättet ihr Weihnachten. Nein, Leute. Nein. Aber Weihnachten ist echt nicht mehr weit weg. Ich möchte jetzt nicht mehr so lange labern. Dann dauert das hier alles noch länger mit dem Hochladen, Leute. Haut rein und ciao.